Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch und willkommen zurück bei Railway Empire 2. Wir wollten uns ja heute erstmal kurz um Magdeburg kümmern, dass hier zumindest erstmal alles wieder da ist. Also nicht alles wieder da ist, aber dass die Versorgung zumindest so weit oben ist, dass wir keine Probleme haben. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ich wundere, dass aus Berlin nicht die nötigen Ressourcen kommen. Ich sehe auch, glaube ich, warum. Hier werden nur noch Passagiere und Post transportiert. Wird der dritte Zug jetzt eingesetzt? Ja, unabhängig davon. Da gibt's Fleisch. Ja. Wir machen eine neue Verbindung. Und zwar Weimar-Magdeburg. Nein, oh, ich muss alles umbauen. Ah, das ist natürlich kacke. Aber hilft nichts. Ich werde das umbauen. Geld dafür haben wir. Da muss ich leider einiges abreißen. Warte mal, ich lass mal den Zug ein bisschen fahren. Daran, dann geht das schon mal hervorragend. Das geht gar nicht. So, das geht klar. Jetzt muss ich nur, glaube ich, die Dings setzen. Ja, genau. Der müsste aber auch problemlos funktionieren, ne? Ja. Und das hier startet, glaube ich, neu. Wo auch immer der Zug dafür ist. Hannover, Magdeburg. Hannover, Gütersloh oder Magdeburg, Hannover? Linie unvollständig. What? Ach ja, na klar. Ja, und das hier können wir abreißen. So, und jetzt müsste der Zug aber wieder, also die Züge eigentlich wieder funktionieren. Ja, ja, okay, super. Sehr gut. So, dann geht's hier raus. Und down Richtung. Muss ich ja noch hin. Da muss ich hin. Ich will keine Brücke. So, jetzt müssen wir. Nee, ach, das geht schon wieder nicht. Oh, I hate my life. Whatever. Was ist denn das hier? Geht das? Sieht, glaube ich, gut aus, ne? Bin ich jetzt dran? Ja. Ja, okay.
Warte mal, das müssen wir hier nochmal kurz abreißen. So, jawohl. Max, perfekt. Max, perfekt. Linien. So. Zack. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Achso, nach Dresden. Okay, dann Magdeburg, Weimar, die Adler, 2 automatisch. Los geht's. So, jetzt bekommen wir auf jeden Fall Mais und Fleisch aus Weimar nach Magdeburg. Ja, ich werde Zeit laufen lassen. Weil Fleisch gibt's, glaube ich, hier auch gerade nicht, ne? Genau, also jetzt kommt Mais und Fleisch. Also rein theoretisch müsste auch irgendwann mal Holz und Getreide aus Berlin kommen. Weiß gerade nicht, warum das nicht funktioniert. Da kommt auf jeden Fall Bier. Post. Menschen. Post. Menschen. Bier. Post. Menschen. What? Weil ich selber kein Holz habe. Oh mein Gott. Wieso habe ich kein Holz? Also Getreide läuft super. Holz geht gar nicht. Ist hier einen anderen Holzanschluss? Nee, ne? Nee. Der Weg ist zu weit. Wieso nimmst du denn auch nur 7 Holz mit? Ah. Achso, warte mal, was wir auf jeden Fall noch setzen müssen. Ne, müssen wir nicht, wir haben da vorne ein Versorgungsding. In Magdeburg müssten wir auch ein Wartungsding haben, ne? Ja, okay. Kommen wir denn so wenig Holz hier nach Berlin? Probleme? Achso, weil Bier voll ist. Und das kriegen wir nicht, weil wir keine Stoffe haben. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall einen zweiten Zug einsetzen. Stettin hat auch 2. Da kommt Salz. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel ich... Hier habe ich 4 mittlerweile. Boah, die bringen halt auch gar nichts mehr zurück aus Schwerin. Warum? Berlin bleibt größte Stadt. Ja, ja. Boah, 120.000. Wir haben es erreicht. Das Maximum einer Stadt. Bedarfsdeckung aktuell auch nur in Anführungsstrichen 70%. Leben haben wir auch Probleme. Sag mal, wir haben Lebenprobleme und nehmen aber nur 2 mit. Das ist doch auch Quatsch. Ich weiß warum. Alter, 1,6 Millionen. Scheiß drauf. Geschäftsführer-Errungenschaft. Ich muss das Ding hier einfach voll auf Stufe 3 prügeln. Es wird einfach zu wenig produziert. Das kann übrigens auch das Problem in Dings sein. Das ist Stufe 2. Ich glaube, hier ist das Problem, dass wir einfach nicht hinterherkommen mit den Lieferungen. So, du bist immer fleißig voll, das ist gut. Mal ganz kurz, kriegen wir jetzt in Magdeburg endlich mal benötigten Ressourcen? Was ist denn hier los?
Ach, der belegt das hier. Aber dann nimm doch einfach die andere. Ach, das geht auch nicht, weil das auch belegt ist. Oh, holy shit. Ja, okay, kann sein, dass hier ein bisschen Stau entsteht. So, jetzt kriegen wir aber ein bisschen Fleisch dazu. Und ein paar... Nee, also nur Fleisch. So, jetzt sollte aber das hier wieder hochgehen. Alter, 32%. Warum kriege ich denn hier nichts mit? Wieso wird denn zum Beispiel auch kein Getreide mitgenommen? Weil ich keine... Der nimmt ja nur Sachen mit, die produziert werden. Dumm. Dumm. Das würde bedeuten, ich müsste die Weizenfelder auch hier anschließen. Oh, ein bisschen Geld übrig haben wir. Ich muss das mal ein bisschen umbauen. Ich muss leider mal hier die Strecke umbauen. Ja, ich weiß, jetzt wird hier gleich sämtlicher Zugverkehr eingestellt. Wieder daneben geklickt. So, dann haben wir das hier. Dann gibt es hier auf halber Strecke den Versorgungsposten. So, jetzt müsste das hier eigentlich wieder... Ach nee, halt. Jetzt dürfte es alles wieder gehen. Genau, mehrere Züge warten auf Einsetzung. Okay, das haben wir. So, 3. Was ist denn die 3? Eckermanns Zuckerfelder. Dann... Okay, warten wir erstmal kurz, bis er den Punkt erreicht. Obwohl, ist scheiß drauf. Ja gut, wir können schon mal den Bahnhof hier erweitern. So, dann gehen wir von der 2 aus. Ja, ich nehme den kürzesten Weg. Können wir erstmal so provisorisch bauen. Obwohl, das können wir eigentlich auch schon gleich fertig bauen. Und zwar gehst du hier rauf. Kann ich hier irgendwie die Verbindung setzen? Und... Okay, sehr gut. Max, Max. Haben wir. Ist der Scheißzug angekommen? Ich weiß es nicht. Okay, der schafft... Schafft der den Weg hier vorne nicht? Alles abreißen. Jetzt schafft auch den Weg. Und jetzt schmeißen wir das raus. Okay, das geht gar nicht. Na? Ja, 94 km/h ist okay. So, und dann gibt's die Dings hier. Und ich würde gerne ein Weichenköpfchen stellen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir gucken mal. Übrigens, hier fehlt ein Weichenkopf.
Jetzt müsste das hier in Hamburg, in Magdeburg auch wieder besser passen. Gut. Dann. Zack. Zack. Rocket. Manuell. Minimum 2. Alles wegreißen. Wegreißen. Abgeben. Los geht's. So. Wir lassen das laufen. Aber normalerweise müsste das jetzt alles sehr gut funktionieren. Voraussetzung ist, dass diese Produktion hier hinterherkommt. Ja, kommt theoretisch hinterher. Die Züge kommen jetzt auch aus Dings wieder, ne? Ja, Magdeburg. Wie viel haben wir hier eingesetzt? 3. Jetzt ist mein vierten noch ein. Okay. Wir haben immerhin schon mal die Bevölkerung so weit versorgt, dass es keinen Abfall mehr gibt. Also, ne, an Menschen. Okay. Warte mal, ich wollte auch nach Prag, glaube ich, gehen, ne? Und eine neue Fabrik setzen, genau. Kriegen wir sogar die Industrieprämie dafür. Sehr gut. Muss das Salz irgendwann noch anschließen? Was ist denn hier irgendwie los? Ach so, das Ding steht schon wieder. Warum denn? Was ist denn dein Problem? Ah, ich weiß, wo sein Problem liegt. Oh. Sein Problem liegt daran, dass er kein freies Gleis hat. So, und jetzt durfte er aber auch wieder fahren. Ja, gut. Fahr da hinten hin. Mir Banane. So, der wird gewartet. Ich hab keine Ahnung. So, der sollte funktionieren. Was ist denn dein Problem? Ja, der hat auch keinen. So, der sollte jetzt aber auch versorgt sein. Der hat übrigens, die haben alle das Problem, dass sie nicht versorgt sind. Mann, hier war ich aber schluderig. So. Dürfen die auch wieder versorgt sein? Keine Ahnung, wo der hier ist. So. Okay, ja. Das haben wir jetzt also auch. So, Prag. Ja, eigentlich machen nur Klamotten Sinn. Also, Modeindustrie. Molkerei haben wir in Dresden, das brauchen wir definitiv nicht. In Brünn können wir übrigens auch eine Fabrik setzen. Ich mache die Modeindustrie. Passt sich eh an. Und... Schade. Boah. Ich weiß nicht, was ich hier setzen soll. Bauholz würde als einziges noch Sinn machen, aber wir haben keinen Anschluss. Dann müssen wir uns erst das kaufen, da habe ich aber wenig Lust drauf. Tja, und den Rest können wir vergessen. Klamotten können wir hier nicht machen. Das können wir nicht machen. Fleisch haben wir.
Milch wird hier nicht geliefert. Bauholz. Schnaps macht gar keinen Sinn. Da fehlt uns an Obst. Ist eigentlich gar kein Obst in der Nähe? Tatsächlich. No Obst. Ja. Und dann lass ich es offen. Eh keine Prämie. Braucht ihr Gemüse schon? Ja, und na gut, Prag braucht definitiv auch Gemüse. Dann werden wir das hier nochmal schnell anbinden. Ich muss alles umbauen. Gut, das ist easy. Das kriegen wir schnell hin. Muss ich parallel gehen? Eigentlich nicht. Können wir uns den Bupsel hier auch sparen. So. Check. Oh, ich vergesse, ne? Bauen. Und die Gemüsefelder. Höhebrunnen. So, los geht's. Urbanova Gemüsefelder. Gemüsefelder. Zack. Ja, Prag kriegen wir irgendwie nicht angeschlossen. Wir könnten... Warte mal, wir kriegen Zucker, wir kriegen Bier, obwohl Bier kriegen wir aus Dresden. Zucker fehlt aber, ne? Zucker habt ihr auch gar nicht. Nee. Zucker und Holz. Holz hat ihr gar keiner. Ich könnte in Brünn ein... Ich will kein Stadtlager errichten. Ich möchte ein Warenlager. Eine Lagerhalle, sorry. Und da schmeißen wir rein Zucker und Gemüse. Dann werden nämlich jetzt auch die Transporte mehr. Und wir schleppen Zucker von Brünn nach Prag. So, das heißt, wir setzen hier... Falsche Strecke. Minimum. Wir setzen gleich 3 Züge ein. Die Dings habe ich gesetzt. Naja. Die sind auch. Nein, wieso habe ich denn hier die Wege nicht gesetzt? Das hier ist klar, das ist nur einspurig. Das passt auch alles. Was ist denn hier los? Stimmt da auch schon nicht. Ach, weil ich manchmal die Strecken abreiße, ne? Und dann übernehme ich... Also wird das nicht mehr übernommen, die Fahrtrichtung. Ja, gut. Bei dem weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum ich hier... Hab ich hier irgendwas geändert mal? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich glaube, jetzt müsste ich aber alles haben. Gut, startet alles nochmal neu. Ja, whatever. So, erstes Gemüse. Jawohl, trifft ein. Gibt nochmal Bedarfsdeckung. Und wir kommen hier hoffentlich voran. Jo, sehr gut. Ich war noch bei 0%. Ich habe keine Ahnung. Sorge in der Stadt Magdeburg bei Fracht für eine Zugnutzung von 95%. Keine Ahnung. Wird aufgefüllt. Ah, doch. Okay. Habe ich nochmal Fracht? Hier habe ich noch Fracht. Güterschlö. Warum habe ich eigentlich 2 verschiedene Züge hier?
Wo ist dieser Zug? Wo ist denn... wo ist denn der Zug, der hier Zucker liefern soll? Wobei mal. Eckermanns. Wird gewartet. Zuglinie unvollständig. What? Was, das, was sind das denn hier für Dinger? Maximal 2%. Hä? Okay, jetzt funktioniert's wieder? Naja. Okay, ich habe sogar zwei Versorgungspunkte. Oh ja, whatever. So, ich lasse das mal so laufen. Sind wir jetzt bei 40.000? Nee. Gemüsehöfe müssen wir da auch nochmal anschließen. Den Bahnhof könnten wir jetzt schon dafür bauen. Also nicht den Bahnhof, sondern... Hannover ist gewachsen. Den Anschluss. Müsste ich das hier eins hochsetzen nach Berlin? Gleisnutzung 53, 54, 40. Ah, wunderbar. Voll. Der bringt etliches an Stoff mit. Der bringt nur Bier mit. Und der nimmt nichts mehr mit. Ah ja, okay. Die Dauer für die Wartung verringert sich. Absolut. Super. Ich hätte gern irgendwie so eine kleine Anzeige, die mir sagt, wann vielleicht so eine Stadt wächst oder so. Gibt's leider nicht. Man muss hier immer über die Karte so ein bisschen scrollen. Also ich meine... Gerade ist ja noch übersichtlich, ne? Wir sind ja fast nur in Deutschland und hier Polen, Tschechien. Aber, hier mal die Map wieder anmachen. Wenn ich hier irgendwann im tiefsten Spanien oder sowas auch noch unterwegs bin, dann kriegst du ja gar nicht hin, da die Übersicht zu behalten. Naja. So, wir fahren jetzt zum Abschluss noch schnell nach München. Und wir müssen auf jeden Fall umbauen. Jo. Müssen wir. Nach Salzburg ist mir Banane. Ich muss erstmal die Linie löschen. Und diese. Und dann gehen wir hier hin. Und hier hin. So, funktionieren die Linien jetzt? Der geht. Ich habe keine Ahnung, warum das hier schon wieder nicht geht. Der geht auch. Okay, sehr gut. So, das lasse ich frei, weil dann können wir nämlich auch gleich nach... Ist das Salzburg? Nach Ulm. Ulm. Ich würde München wirklich super gerne zu einem fetten Bahnhof ausbauen. Okay, Ulm macht keinen Sinn. Dann würde ich Nürnberg und Ulm später verbinden und München geht dann Richtung Salzburg und Trient. Das macht dann mehr Sinn. So, Höhenlinien. So, dann wir hier rein erstmal. Und dann...
Komme da lang. Okay, dann ist das easy. Warte mal, Gleis. Ja, es müssen die sein. Ich muss hier leider einen riesen Bogen fahren. Ah, perfekt. Okay. So. Ah. Was noch hin? Shit. Nee, ich muss früher raus. Und der Bogen muss früher gemacht werden. Eine Max. Gut, ich kann das ja noch ein bisschen ziehen hier. Muss das eh ziehen. So, und dann geht es auf die... auf die 1. Ja, ach, guck mal. Perfekt. Ganz großartig. Ich muss übrigens auf 2. Ja. Aber das macht keinen Unterschied. So, Rechtsverkehr. Wählen die an, aus. Versorgungsdepot haben wir eins. Könnten aber auch noch ein zweites setzen. Wenn dann aber dahin. Sehr gut. So, München, Nürnberg. Adler 2 automatisch los geht's. Nürnberg hat ein Wartungsdepot? Ja, hat es. So, dann brauchen wir... Mais haben wir da. Den Weizen hätte ich gern noch. Ich hoffe, ich komme hier um die Ecke. Naja, gut, 63 km/h. Soll ja aber passen. Dann einmal das. Die Rocket. Wir machen... natürlich manuell. Wow. Wird auch daneben geklickt. Ah, da, da, da. Jo. Passt. Ja, hier bräuchte ich jetzt theoretisch ein Wartungsdepot. Am Bahnhof. So, dann gibt es die Maisfarm. Ah, ungünstig gebaut. Abreißen. Wenn dann so. 104. Gucken, dass ich hier vorbeikomme an dem Berg. Ah, perfekt. Ah, doch nicht perfekt. Na, ich muss den hier durchändern. Ja, da haben wir es doch. Super. Da, da. Rocket. Manuell. So. Und auch du kannst losfahren. Gut. Dann haben wir sowieso erstmal die Grundversorgung. Was wir auch schon vorher hatten übrigens. Wir können aber noch nach, von Forst nach München. Die Versorgung haben wir nämlich nicht. Das würde auch tatsächlich Sinn machen. Mal gucken. Oh, komme ich da hinten lang? What? Ähm.
Nee, unrealistisch. Warte mal, das, ich hätte es gern entweder realistisch, dass der außen rumfährt, also hinter dem Berg. Ja. Ja. So, den muss ich... Ah, scheiße. Ich muss hier doch nochmal abreißen. So. Max 1. Oh, perfekt. Gibt's diesen Bahnhof, gibt's diese Zuglinie jetzt noch? Was ist hier los? Panne, okay. Denke mal, Bahnhof müsste auch noch funktionieren, ne? Ja, da kommt er. Okay, sehr gut. Gut, dann der letzte Zug und dann sind wir auch durch für heute. Ah, schon wieder 36 Minuten. So, 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 Forst. Perfekt. Das noch ganz schnell umbenennen in Maisfelder. Und dann haben wir's. München angeschlossen. Wir stehen vor den Alpen. Also wenn wir uns München angucken, dann sehen wir aber sowas von die Alpen. Da ist viel Berg. Und da geht es morgen irgendwie hoffentlich durch mit dem Zug. Also, da ist das Ziel. Und irgendwo da hinten ist Triest. Da ist es. Trient, nicht Triest. Triest ist eine andere Stadt. Da gehen wir morgen durch. Das wird, glaube ich, trotzdem sehr herausfordernd. Also, ich glaube, ich werde hier und hier einen Tunnel brauchen. Aber das gucken wir uns dann ganz entspannt morgen an. Farm ist auch ganz unterirdisch gebaut. Aber okay. Müssen wir uns erstmal kaufen, ne? Ja. Dann werden wir vielleicht noch Salzburg anschließen. Wobei wir auch das für eine Million kaufen müssen. Aber wie gesagt, Hauptziel ist hier Tirol, Trient und dann sind wir in Norditalien. Von Trient dann ja, weiter Venedig, Mailand und hier geht's dann Rosetto. Richtung Roma und San Marino. Also, die nächsten Ziele sind definiert. Ich freue mich drauf und ja, dann sehen wir uns morgen. Wieder, wenn wir dann durch die Alpen stoßen mit unseren Zügen. Im Jahr 1832. Also wir haben in-game nicht mal 2,5 Jahre gespielt, ja. Und haben schon ein ordentliches Schienennetzwerk aufgebaut. Ich freue mich. So, auf Wiedersehen. Bis morgen.